Zwei Riesenschlangen haben Laokoon und seine beiden Söhne gefesselt und beißen zu. Vom hier dargestellten Mythos sind drei oft gebrauchte Begriffe abgeleitet: Trojaner, hölzernes Pferd, Danaergeschenk. Trojaner nennen wir eine heimlich auf den Computer eingeschleuste Software. So hatten die Trojaner das hölzerne Pferd in ihre Stadt geschleppt, ohne zu wissen, dass sich im hohlen Bauch des Pferdes Griechen verbargen. Damit begann die Eroberung und Zerstörung Trojas. Der Priester Laokoon hatte seine Landsleute davor gewarnt. Er stieß seine Lanze in das dumpf dröhnende hölzerne Pferd und rief, er fürchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen. Doch die Götter wollten, dass die Trojaner das hölzerne Pferd in die Stadt schleusen, damit die häufig Danaer genannten Griechen Troja vernichten könnten. Wegen der Warnung Laokoons vor dem Danaergeschenk musste die Göttin Athena die Unglücklichen am Strande Trojas dem tödlichen Biss ihrer Schlangen ausliefern. Aeneas sollte den Tod der drei Unschuldigen sehen, nach Italien entfliehen und dort Troja im römischen Volk erneuern. Die Laokoon-Gruppe stellt also den Mythos von den Ursachen der Gründung Roms dar, einen außerordentlich bedeutenden Mythos. Die Schlangen, die Laokoon und seine Söhne töten, sind Chimären, Mischwesen aus Giftschlange und Würgeschlange. Sie haben Giftzähne im Kopf einer Kobra mit ihrem breiten, abgeflachten Schnauzenschild. Doch ihr langer, zylindrischer Leib ist der einer Boa, die ihre Beute umschlingt. Die Bewegungen der Schlangen kann man trotz der teilweisen Zerstörung vom Schwanzende bis zum Kopf genau verfolgen. Die eine kam von rechts, windet sich um das linke Fußgelenk des älteren Knaben, erhebt das Bein und will die Schlange abstreifen. Diese ist schon über seinen rechten Oberschenkel weitergekrochen, streicht vor dem Schienbein des Vaters her und umgreift die Kniekehlen des jüngeren Sohnes. Sie schlängelt sich unter Laokoons Oberschenkel zurück und weiter nach oben, bildet mit ihrem eigenen Leib einen Knoten und beugt das rechte Bein des Priesters, den die unsichtbare Athena auf den Altar niederringt. Die Schlange umwindet die Schultern des jüngeren Sohnes und schlägt ihm in diesem Augenblick, obwohl der Knabe sie wegdrängen will, den tödlichen Biss in die Flanke. Die andere Schlange hatte sich am Rücken Laokoons, wo die Abbruchstelle noch zu sehen ist, emporgeschoben. Man muss sich unterhalb des Ausbruchs ihren wedelnden Schwanz vorstellen. Der rechte Arm Laokoons wurde erst 1919 gefunden und 1957 angefügt. Bei diesem Gipsabguss sieht man noch den nach oben gestreckten Arm, den Giovanni Montorsoli 1530 ergänzte. Man muss sich den Arm hingegen gebeugt vorstellen. Weil Laokoon die Berührung spürte, hat er den Arm nach oben geworfen und will nach der Schlange greifen. Die Schlange hatte mit diesem Griff Laokoons
nach oben gerechnet. Vom Rücken schnellt sie zwischen dem Ober- und Unterarm hindurch, umwindet das Handgelenk und schlingt sich wie eine Acht um den gebeugten Arm, der dadurch wehrlos wird. Dann schießt sie über ihren eigenen Leib hinweg mit der typischen Schlängelbewegung am Rücken Laokoons entlang und unter seiner Ellenbeuge hindurch zum älteren Sohn. Sie fesselt dessen erhobenen Arm und wendet sich zur Flanke des Vaters. Er will die Schlange mit kräftig zupackender Hand aufhalten. Doch das Reptil macht den Leib dünn, drängt sich durch den Zugriff der Faust und holt mit einem Schwung des Kopfes zum Biss in die Hüfte aus. Der muskulöse Oberkörper des Mannes bäumt sich erstarrend auf. Die Lippen sind im Stöhnen nur halb geöffnet. Laokoon ist riesiger als seine Söhne. Das macht seine gigantische Hybris anschaulich. Gegen den Willen der Götter will er Troja retten. Der jüngere Sohn wird wie ein Niobide unschuldig geopfert. Der ältere kann vielleicht Arm und Bein aus den Windungen der Schlange herausziehen und sich retten. Die Spannung wächst, je länger man das Werk anschaut. Beide Schlangen fesseln in einer intelligenten Strategie alle drei Figuren, die eine von links und unten, die andere von rechts und oben. Die von links kommende beißt von rechts zu, die von rechts kommende von links. Die Komposition ist trotz des grauenvollen Geschehens ausgewogen. Der Künstler vermochte es, die Plastik in eine genau aus der Achse zu betrachtende, einem Fünfeck angenäherte Gruppenkomposition zu bannen. Eine Gruppenkomposition, die zu Recht als überragendes Kunstwerk gilt und ihrem Entdecker Michelangelo zur ständigen, geradezu traumatischen Auseinandersetzung zwang. Der Florentiner Architekt Giuliano da Sangallo, der mit Michelangelo bei der Entdeckung auf dem Oppius-Hügel in Rom am 14. Januar 1506 zugegen war, hatte sofort erkannt, dass dies der Laokoon ist, von dem Plinius in seiner Naturgeschichte spricht. Die Marmorgruppe war aus dem Besitz des Kaisers Tiberius in Kaiser Neros goldenes Haus gelangt, das um 100 nach Christus unter den Trajansternen verschüttet wurde, ohne dass man die Laokoon-Gruppe entfernt hätte. Zuvor hatte es auch noch Kaiser Titus bewohnt, dem Plinius um 75 nach Christus seine Naturgeschichte widmet. Deshalb wollte er am Ende seiner kunstgeschichtlichen Kapitel in den Büchern 34, 35 und 36 ein Werk im Besitz des Kaisers Titus als Beispiel eines Kunstwerks, von dem er Darstellungen in allen drei von ihm behandelten Gattungen des Bronzegusses, der Malerei und der Marmorplastik kannte, die Laokoon-Gruppe. Seine Aussage darüber wurde bis in die Gegenwart aufgrund eines Übersetzungsfehlers missverstanden. Plinius gibt ein Geschmacksurteil ab. Ihm gefällt eine Marmorplastik des Laokoon besser als eine Wiedergabe desselben in Malerei oder Bronzetechnik. Auf Lateinisch Statuaria Ars.
Der erste Plinius-Übersetzer, Christopher Rolandino, dem 1467 noch kein Lexikon zur Verfügung stand, hatte Statuaria Ars einfach wie das gleichlautende italienische Verb Statuaria, das heißt Skulptur, übertragen. Seine Aussage, der Laokoon aus Marmor sei allen Werken der Malerei und Skulptur vorzuziehen, ist daher ein Kunsturteil. Das ist ein Missverständnis, wenn auch ein schöpferisches, das den Ruhm der Laokoon-Gruppe begründen sollte. Doch wieso hat man die Laokoon-Gruppe bei der Verschüttung des Goldenen Hauses einfach dort stehen lassen? Vielleicht, weil man die Marmorkopie nicht für so wertvoll hielt wie Plinius, der sie als Werk im Besitz des Mannes rühmen wollte, dem er seine Kunstgeschichte gewidmet hatte. Für uns ist die Entscheidung der Erbauer der Trajanstermen ein großes Glück, weil so die Laokoon-Gruppe erhalten blieb. Eine erstaunliche Reihe von Umständen ist mit der Geschichte dieses Meisterwerks verbunden. Michelangelo war bei ihrer Entdeckung zugegen. Er befasste sich zeitlebens damit und hat den Laokoon sogar zum Vorbild des Weltenrichters Christus in der Sixtinischen Kapelle genommen. Papst Julius II. Ließ die Gruppe sofort nach der Entdeckung 1506 in den Vatikan bringen. Lessing und Goethe widmeten Laokoon bedeutende Abhandlungen. Auch uns fordert die Laokoon-Gruppe immer wieder zur Auseinandersetzung heraus.